Was ist denn das? Hier ist ja gar kein Element. Es sieht so aus, als hätten hier früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns von hier weggehen. Ist halt saugeil. Das ist halt eins der absolut besten Items, weil es halt einfach Schnell-Travel-Ding ist. Ist mega cool. Gibt's das in anderen Zeldas überhaupt? Ja, gibt's. Sorry. Aber ich find's irgendwie da in dem Spiel so mal kurz. Bin kurz auf dem Klo und Wasser holen. Bis gleich. Wenn man bei Freunden ist vielleicht. Na, ich bin normalerweise die Person, die eher für die Leute bezahlt oder die sich was mitbringt. Jetzt sowieso. Ich werde nie wieder bei einer befreundeten Person essen können, weil ich glaube nicht, dass da irgendjemand auf mich... Ich glaube nicht, dass da irgendjemand darauf Wert legt, dass ich vegan esse. Müssen sie auch nicht. Mit Hilfe der Ocarina des Windes werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir das neue Element. Ab geht's, los geht's, Ocarinas. Wir haben schon fast alle Items, Leute. Geil, wir sind richtig gut mit dabei. Ich will jetzt erstmal... wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen hier hin, glaube ich. Ich lege darauf Wert, Tomato. Oh, danke schön. Das ist süß. Das ist süß. Ich bin auch normaler... Ich stelle auch... ungern Ansprüche. Aha, dieses rätselhafte Maler überhaupt. Das sind Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt uns in den Wildmann, die wir nicht kennen. Hast du das verstanden, Tomate? Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Wir haben es doch schon ausprobiert. Hi, Tomato. Hallo, Darkrai. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeikommst bei unserem Zelda Minicap Community alles überlappenden Tag. Weil heute wird's viel geben. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf Gartic Fold. Gut, ja, mir geht's auch gut. Ich habe nur Hunger, weil ich heute noch nichts gegessen habe. Weil ich wieder mein kleiner Schlingel war, Leute. Ich geb's dazu. Ich bin dann mein kleiner Schlingel. Ich glaube, waren nochmal das Windvolk. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Du willst Fragmente? Ich will immer Fragmente vereinen. Gib mir dein... Ach nö, mit dem kann ich keine Fragmente vereinen. Hallo. Wann ist Gartic Fold? Ah, so um 17 Uhr habe ich ungefähr gedacht. 17 Uhr, also in einer Stunde ungefähr, habe ich gedacht, kann man vielleicht mal anfangen. Wenn schon früher Leute da sind, dann auch schon. Viele Leute bringen die Leihbücher aus der Bücherei nicht mehr zurück. Dann vielleicht auch schon früher. Wir müssen halt gucken. Wann so die Leute Bock haben. Ich hatte mir überlegt, vielleicht Zelda heute noch fertig zu machen und danach Gartic Fold, aber ich gucke, wie es bei den Leuten ankommt. Perfekt, nicht früher. Okay. Hallo, Shadowmarf. Dankeschön für dein Follow von nachher. Tut mir leid, dass ich dich nicht so gut erwähnt habe. Dankeschön für dein Follow. Hallöchen. Ich will dich ja nicht noch hungriger machen, aber esse gerade Pizza. Ich liebe Pizza. Jeder liebt Pizza. Gibt es überhaupt Leute auf der Welt, die keine Pizza essen? Ja, es gibt Leute auf der Welt, die keine Pizza essen. Das ist schon komisch. Ist schon generell ein bisschen komisch. Wie geht's dir, Shadowmarf? Schön, dass du vorbei schaust. Der rotzt da an die Wand. Du willst Fragmente verauen? Oh ja. Die spreche ich jedes Mal anders. Ich kenne ein paar. Es ist trotzdem komisch. Aber am liebsten esse ich die Pizza in Italien. Die ist so lecker. Nomi, nomi, nomi. Ihr merkt, es ist viel Backtraveling. Wenn man Fragmente vereint, da kommt man dann viele Plätze, wo man vorher nicht dran. Am liebsten gut. Und selbst... Wie, dir geht's am liebsten... Dir geht's am liebsten gut? Oder... Bist du... Bin aber leicht verwirrt. Das ist schön, dass es dir gut geht, wenn es dir gut hat. Der Anime Food Wars war, darf man nie hungrig schauen. Nee, da darf man wirklich nicht hungrig schauen. Aha. Jetzt ist der auch da. Hallo, willkommen in Shimaros Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Chef. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Nein, doch. Ja, doch. Na, nun gut. Um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermöglich's dir, im Traum gegen Monster anzutreten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Vielleicht möglicherweise im Traum. Doch sei gewarnt. Du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind im Echt. Wirst du besiegt, dann... Naja, wer weiß, was dann passiert. Magst du deine Kraft? Natürlich. 10 Rubiner sind ja gar nicht gut. Du willst also wissen, dann werde ich nun beginnen. Sieh mir in die Augen. Du wirst müde. 1, 2, 3. Der Traum werde wahr. Ist doch hier. Bin dann im 17, bis 17 Uhr im Lurky. Ach, Mist. Pass ich auf, Oh, Mist. Leute. Direkt ordentlich verkackt, weil ich nicht aufgepasst habe. Komm.
nicht schlagen, wenn die doofen Spinnen. Jetzt geh runter. Danke. So viele Sachen verloren, ey. Ich weiß gar nicht mehr, ob sich das überhaupt lohnt, aber ich glaube schon. So, bitte, es ist 17 Uhr im Lurk. Kannst du dich in Discord anschreiben, wenn es losgeht? Ah, sehr schön. Ich habe mir gedacht, vielleicht auch so Scribble und ihr könnt dann in den Stream im Ton reinkommen, wie ihr das lieber wollt. Wie es euch lieber ist. Da können wir ja dann noch besprechen. Hat sich gelohnt. Ja, ein Herz, es hat sich gelohnt, Leute. Yay, ich habe noch ein Wir haben schon sau viele Herzen. Ich bin gut dabei. Richtig gut dabei. Pizza. Aber Darkrai, du isst oft Pizza, oder? Ich werde ja ganz neidig hier. Wie die. Ich finde es auch süß, wie sie nebeneinander schlafen. Das ist goldisch. Und hattest du einen schönen Traum? Na, dann beehre mich bald wieder. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt kriege ich nur noch Gold, wenn ich das abschließe. Ich glaube, ich kriege nur beim ersten Mal was Cooles. Und das ist jetzt auch. Okay. Oh, das macht bestimmt Spaß. Ich will auch mal. Ich will auch spielen. Ach ja. Jetzt geht's los. Ich bin schon ganz kribbelig. Uiuiuiui. Oh, ein Kunde, warum ich ein Glücksspielsalon habe? Weil man Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Willst du es probieren, obwohl du nicht weißt, was du willst? Ich probier's. Ach so, da kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich werde dabei die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm doch durch den hinteren Eingang. Ja, die auch die letzten 3 Tage, wenn meine Mutter nicht da ist, koche ich auch nicht. Okay, naja, wenn's... Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte deines Einsatzes. Herzlichen Glückwunsch! Ich würde es nicht tun, aber bist du dein Gewinn nochmal? Ich mach's. Man verliert ja nicht viel. Wenn du bereit bist, öffne wieder eine Schatzkiste. Ich weiß nicht, ob es da... Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß nicht, ob man da kriegt man hier ein irgendwas anderes noch. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, Pizza essen, dein Stream schaut. David, schönen Hunger dir. Sehr schön. Ich bin leider hungrig und habe keinen neuen Pech gehabt. So ist nun mal das Glück. Lass dich nicht zu tief. Vielleicht nimmst du zum Anlass dafür ganz aufzuhören. Wie einfach der Typ gar nicht will, dass wir Glücksspiel spielen. Man darf nicht denken, beim nächsten Mal mache ich bestimmt einen Reibach. Der Mensch sollte vernünftig bleiben. Komm lieber nicht mehr hierher. Geil. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf Pizza. Ich glaube, Darkrai ist ein Gesandter von der geheimen Pizzamacht, der uns dazu überzeugen will, dass wir mehr Pizza essen. Und es hat geklappt. Ich glaube, ich mache mir als Sache, mache ich mir, glaube ich, Pizza heute. In the Backofen. Was passiert hier im Moment so viel? Ach, die wollen doch... Fragmente vereinen? Ja, probieren wir es aus. Boah, 5 Stück. Geil. Immer im Hotel wohnen ist auch nicht das Wahre. Fragmente vereinen? Ja. Ich will das wirklich machen. Genau. So ist es nämlich. So ist es. Ich habe auch sogar eine Pizza in der Tiefkühle, die ich machen darf. Also, die ich essen darf. Genial, jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Wie? Das passt perfekt. Jetzt passiert bestimmt etwas Gutes. Ach, die anderen kann ich... Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht für sie entschieden, weil ich hätte mich nicht für sie entschieden. Ich hätte mich für die blaue. Choose your gift. Toxic? Choose your toxic. Wen findet ihr davon am hübschesten? Ich finde die blaue am hübschesten. Ist eher mein Typ. Genau. Pizza selber machen. Pizza ist nur geil, wenn man sie vom Lieferdienst kommt. Oh, nee, ich habe eine Tiefkühlpizza. Ich habe eine Tiefkühlpizza und die wird schon lecker. Die Tiefkühlpizza ist halt mit Margarita halt nur. Das heißt, da müsste noch was drauf. Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche eine Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Wirk. Meine Pizza ist geil. Ich habe aber auch nicht so viele Optionen. Als ob es bei mir irgendwo eine Pizza geben würde, die ich essen könnte. Nein, die gibt es natürlich nicht. Ich kann das, glaube ich, nicht schieben. Nö, ich kann auch hier mit niemandem reden. Okay, ich akzeptiere das.
heißt noch lange nicht, dass ich es gut finde. Ah, die will jetzt auch. Fragmente verein gerne, mein Kind. Bei mir gibt es was an jeder Ecke. Echt vegane Pizza? Wow. Nee, bei mir gibt es gar keine. Keine einzige. Die einzigen zwei Lokale, die bei mir überhaupt was anbieten, was ich essen kann, ist ein indisches und ein koreanisches. Und ansonsten kann ich gar nichts essen. Man kann nichts alles haben. Also bei mir auch. Oh Mann, oh, das ist immer so traurig. Das ist ärgerlich. Bei mir nicht. Bei mir gibt es gar nichts zu futtern. Gar nichts. Vegane Pizza, oh Mann. Ja, es gibt's nicht. Nur Fragmente vereinen? Nicht immer das ein und selbe. Ihr wollt alle immer nur das Fragment. Ich habe andere Fragmente. Ich habe ganz viele. Mit der hier. Oh, du willst mein Haus sein? Ja. Vielen Dank. Ich gehe gleich mal hin. Wir haben, glaube ich, eine Pizzeria, die vegane Pizza anbietet. Oh, warum habt ihr alle eine Pizzeria, die vegane Pizza anbietet? Und ich hab das nicht. Das ist gemein. Ich weiß, dass es nicht so gemein ist, aber ich hätte schon gerne. Ich hätte schon gerne eine Option, mal Pizza zu bestellen. Aber im Saarland, ganz ehrlich, ich glaube, die Saarländer tolerieren das auch nicht so gut. Hier gibt es super wenige Restaurants. Wenn man zum Beispiel in Mannheim unterwegs ist, ist das was ganz anderes. Ich war letztes Mal in einem Restaurant, das nur vegane asiatische Produkte angeboten hat. Das war mega lecker. Düsseldorf halt, ja. Ich glaube, in vielen Großstädten so. In diesem Haus wohnt ein wichtiger Mensch, der Bürgermeister. Hager heißt er. Der Bürgermeister ist ja mit Masken und stellt euch selbst welche her. Wow. War das jetzt alles? Ich konnte mich nämlich nicht mehr dran erinnern, warum... Naja, anscheinend... Anscheinend ist es nicht so wichtig gewesen, das zu tun. Ja, hier im Saarland gibt es halt gar nichts. Gar nichts Anständiges für mich zumindest. Ja, hab nachgeguckt, ihr habt eindeutig vegane Pizza. Oh, wie cool! Ich will auch. Auf meinem Ferienhaus am Hüliersee bin ich sehr stolz. Ein sehr, sehr hübsches, gemütliches Häuschen. Dort bastel ich Masken. Okay. Fragmente? Aha. Mal wieder einer, der eins will, dass ich auch hab. Sehr schön. Es ist traurig, dass es das bei mir nicht gibt. Ich bin traurig, dass ich das nicht vernachten darf. Naja. Ich glaube, ich würde sagen, wir machen mal so in 10, 20 Minuten eine kurze Pause, weil ich bin voll lang, ich bin 4 Stunden dabei, war kein einziges Mal aufs Klo, Leute. Ich finde, das ist krass. Das ist richtig krass heute. Da musst du mir mal erklären, warum wollen Veggies Wurstersatz? Also Veggie nehme ich das Gras von der Wiese, aber versuchen wir nicht zu veralbern mit Wurstersatz. Ich kann es dir erklären. Man wird ja nicht Veganer oder Vegetarier, weil man den Geschmack nicht mag, sondern man wird ja Veganer oder Vegetarier aus den Umweltfaktoren oder auch aus den Faktoren, dass man Tieren nichts antun will. Und normalerweise schmeckt es einem gut, also die Sachen, und deswegen will man Ersatz. Und man wird das ja nicht, weil man das normal... Also viele Leute, manche Leute mögen auch den Geschmack von Fleisch nicht und von Wurst nicht. Aber die meisten Leute mögen das und wollen halt einfach nicht drauf verzichten, was ich total gut finde auch so. Huhu! Einen Schluck, Dankeschön! Sarah, du kriegst mich nicht aufs Klo. Ich muss noch gar nicht so dolle. Normalerweise muss ich viel doller. Ich bin richtig überrascht, Leute. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf mich. Ich darf ja auch mal stolz auf mich sein. Genau, und deswegen, es tut ja keinem weh, dass es die veganen und vegetarischen Produkte gibt. Und sie verpesten weniger die Umwelt. Es ist rein theoretisch nur eine Win-Win-Situation für jeden, weil die Fleischesser müssen es ja nicht essen. Und die Veganer haben eine Option, dass sie ihre Wurst ohne schlechte Gedanken vernaschen können. Genau. Du bist nicht so wie die Eule, der immer aufs Klo... Da eigentlich bin ich genauso. Ich muss auch immer alle 10 Sekunden aus... Alle 2, 3 Stunden aufs Klo. Aber irgendwie heute ist ein besonderer Tag. Oh nein! Ich hab das jetzt schon... Nein, das ist nicht gut. Aber ja. Ich hoffe, David, ich hab dich damit ein bisschen... Dir das ein bisschen erklärt. Die stimmt, die Eule ist ja schlimm. Aber ich bin jetzt auch, wenn ich jetzt gleich weg bin, bin ich zum ersten Mal etwas längere Zeit weg. Normalerweise bin ich immer nur so 2, 3 Minuten weg. Aber dieses Mal muss ich länger weg, weil ich halt noch, wie heißt das?
nochmal mir was zu futtern holen muss. Oder zumindest mal was in den Backofen machen muss oder so. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Wäre ja auch viel zu schön gewesen. Ich bin mal besser ruhig. Dies könnte eine langwierige Diskussion werden. Ich habe dir ja meine Ansicht erklärt und ich muss leider sagen, dass ich finde, dass meine Ansicht die richtige ist. Also diskutieren wir am besten nicht drüber. Das ist, glaube ich, besser für alle Leute. Weil ich versuche ja auch nicht, also ich bin ja ein Veganer, der es anderen Leuten nicht versucht aufzureden, was sie machen sollen. Deswegen wünsche ich mir halt von anderen Leuten genau dasselbe, was das Thema angeht, mir gegenüber. Diese Diskussionen sind ja unnötig, genau. Jedem einfach das Seine lassen. Und dann ist jeder glücklich. Ich komme da immer noch nicht dran. Was? Ich bin gerade unglaublich, störe meine Forschung nicht. Jetzt ist ein ungünstiger Moment. Du gehst mir auf den Keks. Bei dir ist immer ein ungünstiger Moment. Jetzt lass mich doch mal rein da. Lass mich doch endlich mal rein. Junge. Die wollen bestimmt alle nur... Die wollen immer alle nur das ein und selbe grüne Fragment. Die Würstchen, das ist ein Problem mit Vegis. Diskussionen sind wirklich nicht wirklich erwünscht. Alles gut. Warum denn? Warum... Nee, das finde ich nicht. Das finde ich wieder so verallgemeinern. Das ist nämlich die Sache, die dann oft kommt, dass dann alle Vegis gleich sind und so. Das finde ich nicht gut. Weil ich sage ja auch nicht, dass alle Fleischesser gleich sind. Das wäre ja auch absurd, das zu sagen. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Oh, was macht der? Oh, was macht der denn jetzt? Geil. Kommt jetzt irgendwas Besonderes? Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Wo baut der nochmal ein Haus? Wo baut der nochmal ein Haus? Ja, perfekt. Viel zu tun. Da habe ich wohl trotzdem. Oh nein. Wir bauen jetzt hier ein Haus. Hier bauen die ein Haus. Geil. Du sagst das nicht. Wie, du sagst das nicht? Ich sag das ja auch nicht. Aber ich finde... Ach, ich sag das nicht, aber andere Leute sagen das. Ich muss sagen, dass ich, seitdem ich in dieser Bubble drin bin, wie man es ab und zu gerne sagt, ich öfters Diskriminierung von Fleischessern erfahren habe, als ich das erlebt habe, dass das Leute, die vegan sind oder vegetarisch. Es gibt natürlich immer diese Extremisten und damit will man auch als normaler Veganer, sag ich jetzt mal, will ich auch nichts zu tun haben, weil ich finde es immer doof, wenn man Leute irgendwie von was bekehren will oder so. Ist halt unnötig. Aber habe schon sehr, sehr viele Leute jetzt erlebt, die mich wegen dem Thema halt angegangen haben. Und das finde ich halt auch nicht okay. Ich tue ja keine Mann, wenn ich meine vegane Wurst esse. Also ich hoffe nicht. Ich tue keine Mann. Deswegen, ja. Ist auf jeden Fall ein... Man sollte ja immer ein paar Themen haben, worüber man eigentlich getrennt oder zusammen. Die Hälfte sehen sich nach dem, was sie verloren. Genau wie einst auch ich. Och, solange man mich nicht zwingt, etwas zu essen, kann jeder essen, was er mag. Genau. Bin ich halt auch der Meinung. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass man... Ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne neue Sachen in seinem Leben ausprobiert. Und Fans... Ich finde es immer schön, wenn andere Leute auch viele Sachen... Oh, warum ist der jetzt da... Was ist denn jetzt hier los? Hey, Tomate, kannst du mir wirklich zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war da plötzlich ein Fremder in meinem Haus. Ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. Im Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Geil. Du willst Fragmente vereinen? Ja, auf jeden Fall. Bin zwar aus meinem Haus aufgeschlossen, aber warum nicht? Ich mag's lieber dunkel. Mach bloß nicht das Licht. Ach, Mist. Ich kann hier, glaube ich, nicht das Licht... Ich kann auch nicht das Licht anmachen. Ich habe nämlich nichts, was Licht macht. Aha, aber da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin, Leute. Okay, kann ich noch nicht machen. Ich müsste auch mal langsam wieder... Kian, wie heißt es? Ein bisschen Geld ausgeben, weil ich gar nicht mehr weiß, wo die... Fragmente fallen gerne. Wird jetzt, ich hoffe, jetzt neben ihm wird das jetzt aktiviert. Und dann
Aha, jetzt wächst die erste Bohne. Ich hoffe, hier geht's weiter. Bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wie ich in das Himmelsreich reinkomme. So, Bohnen sind doch mal richtig krass, ey. Ich frag mich immer, es ist ja immer so eine magische Bohne, zum Beispiel wie in Hans Glück, oder wie heißt das nochmal? Hans Glück? Ich frage mich immer, ob da wirklich Bohnen dran wachsen. Dann wären die Bohnen so riesig. Das wäre geil. Ich liebe Bohnen. Grüne Bohnen sind echt geil. Oh nein. Ich will das gar nicht. Hans im Glück. Dankeschön. Das war mit dem Riesen, genau. Genau das mit dem Riesen. Hans im Glück gibt es auch eine Burgerkette, die ist geil. Das ist geile Burger, Leute. Aber es war doch nicht Hans im Glück. War das nicht Hans im Glück? Doch, der hat doch alle seine Sachen vertauscht und hat dann irgendwie am Ende irgendwie dann so Sachen gehabt. Hä, ich will das kaufen. Hallo. Herzlich willkommen. Dein Brot kostet 20 Rubine. Ja, ich brauche hier grüne Teile. Diesmal war nichts schon schade. Warum gibst du mir keine grünen? Ein Croissant. Ja. Oh, wir müssen ein bisschen Geld ausgeben, ansonsten bringt das nichts, wenn wir was finden. Ach, Manu. Der hat gleich so viel gemampft hier. Hans und die Bohnenranke. Ah. Diesmal war gar nichts drin, ey. Nur in der Torte bestimmt. Für die 60 Rubine. Junge, wenn da jetzt auch nichts drin ist. Ja, danke. Da wenigstens war ein Glücksrad. Und nur ein grünes Glücksfragment. Na toll. Ich brauche noch viel mehr Glücksfragmente. Jetzt gib mir Glücksfragmente her. Wieder nichts drin, ey. Machen die überhaupt was doch hier rein? Früher habe ich in meinem Brot immer Glücksfragmente drin gehabt. Dann habe ich das verwechselt. Ich verwechsel das auch. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht den Unterschied. Aber wart ihr schon mal in Hans im Glück? Das ist so eine Burgerkette, die gibt's. David war wahrscheinlich noch nicht da, weil das, weil es die, glaube ich, nur in Deutschland gibt. Und da gibt es auch viele geile Burger. Ganz verschiedene. Mega, mega lecker. Da gehe ich gern essen. So, jetzt gib mir das noch und dann habe ich hier mein ganzes Geld mal wieder ausgegeben. Kaufen. Ich fand es auch letztes Mal geil, wie die für mich gefragt hat. Willst du dein ganzes Geld wirklich dafür? Wow, das hat sich gar nicht gelohnt. Nee, gibt's hier nicht. Aber Deutsche und Burger? Ist das ein Geschäft, Deutsche und Burger? Oder meinst du das, wie wir das machen? Ah ja, endlich mal wieder eine rote. Sehr schön. Nee, war noch nie drin. Wird die Burger von denen aber nichts probiert. Auf jeden Fall macht das. Es ist super, super lecker. Die Burger sind richtig geil. Habe ich Bock. Ich krieg auf alles Bock zu futtern, Leute. Auf alles und noch mehr. Auf alles und noch viel mehr krieg ich Bock. Wenn ich wieder mal über Essen rede. Auf alles und noch viel mehr will ich futtern. Wenn ich mal wieder über Essen rede. Muss ich jetzt nochmal genau hin? Ich hab's vergessen. Nein, 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 nein. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Mir spöcken Burger immer. Deutsche können keine Burger. Ich finde, das kommt immer auf den Laden an. Finde ich tatsächlich. Haha! Da sind wir nämlich vorher noch nicht reingekommen ohne Stiefel. Geil. Boah, jetzt habe ich Bock auf Burger. Ich habe auch Bock auf Burger, Skycrack. Aber ich kann nichts bestellen. Kann ich mir nicht leisten. Ich habe letzte Woche schon Indisch bestellt. Und das war schon teuer genug. Oh, die ist total unnötig. Ich benutze sowieso die Tränke nie. Na, komm ran, ich lade dich ein. Aber hier gibt es echt keinen guten Burgerladen mehr. Im Saarland gibt es keinen. Also, vielleicht im Saarland, aber da, wo ich wohne, gibt es keinen guten Burgerladen. Nee. Da gibt es wirklich keinen. Aber es gibt Hans im Glück, kann ich echt empfehlen. Die sind sehr, sehr gut. Soll jetzt auch bald Five Guys irgendwie in Deutschland aufmachen, oder? Das erste Five Guys, oder bin ich da jetzt komplett falsch? Das ist jetzt ja auch noch nicht so lange
Ich muss sagen, dass ich die... Ich weiß auch gar nicht... Ich habe noch keinen amerikanischen oder kanadischen Burger oder so gegessen. Aber mir kommt es immer so vor, als ob die zu mir zu... nicht leicht genug sind, weil ich habe immer, wenn ich zu viel Fleisch oder Käse gegessen habe damals, habe ich immer Bauchschmerzen gekriegt und dann ging es mir danach nicht. Ich mag lieber so leichtere Sachen. Oder mit Chili oder so. Chili ist mega geil. Five Guys, aber ja, da war ich noch nicht. Kann ich leider nicht sagen. Düsseldorf ist ein Five Guys. Ah! Auch interessant. Düsseldorf. Was sucht der denn da oben? Was will der? Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe einen Glücksverband. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Du willst Fragmente vereinen? Dann probieren wir es. Geil, ich habe sogar das Richtige für Tingle. Ich weiß gar nicht, was Tingle nochmal genau macht. Das ist leider nicht möglich. Dafür bin ich zu arm. Genauso wie ich, Skycrack. Wir sind zusammen arm. Zusammen arm. Kanada ist aber auch, glaube ich, ziemlich teuer. Ja, sie passen perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden. Komisch. Wie denkt man, dass man so eine Fee werden kann? Ach, nee. Lass mich in Ruhe. Ach, guckt euch dieses Dreckding an. Ist das... Wo ist denn der jetzt hinge... Guck, das will mich einfach angreifen. Hau jetzt ab. Die nerven so sehr, die Viecher. Einfach abspeeden. Mega. Oh. 200 Rubine für das Ding gekriegt. 200 Rubine. Aber in Düsseldorf gibt es auch mehr so asiatische und japanische Sachen, ne? Ah, ist geil. Bei uns gibt es aber dafür auch Onigiris und ziemlich gute. Das muss ich wirklich sagen. Das bei uns, die Onigiris, die sind schon richtig Bombi. Aber der Laden macht es auch in Frankfurt und in Trier, der so gute Onigiris macht. Ja, alles, was das Herz begehrt, ja, das klingt echt so. Da war eine Höhle. Nee, das war das Haus von der Hexe. Ich bestelle jeden Tag das Feld. Und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden. Baby! Was ist mit dir? Willst du Fragmente vereinen? Ah, ja. Wir haben so viele von diesen... geschwungen. Skycrack, ja, meine Schlange hält hier aus. Okay, ich bin jetzt... Nein, ey. Du kleiner Schlingel. Wird hier geflirtet. So, nochmal ein bisschen Wasser nachfüllen. Mein Eistee ist leer, Leute. Mein Eistee ist leer. Da muss ich mir gleich auch noch, wenn wir kurze Pause machen. Wir machen vermutlich so eine 10 Minuten Pause. Also für mich relativ lang. Normalerweise mache ich ja halt kürzer. Endlich ist sie offen. Ich gehe gleich hinein. Aha. Oh ja. Ich glaube, da müssen wir mehrere mal... Hey, passt perfekt. Ich finde das irgendwie voll der schöne Gedanke, so Glücksfragmente zu vereinen und dann passiert irgendwas Cooles. Ja, Rocket Baby. Ich habe keine Lust für dich. Po, wie wir so willst du nicht. Po, der Bär. Habt ihr früher gerne Winnie Pooh geguckt? War da ja so ein bisschen... Ich habe nie irgendwie... Oh, die schnerven einfach nur. Die schnerven einfach nur. Das ist eine dumme Höhle. Lass mich in Ruhe, du Saftsack. Unnötigste Höhle ever. Hab ihn gar nicht gebracht. Ab geht's. Aber schön, dass die... Wow. Wir können sogar pflücken, Leute. Wir können sogar pflücken. Das ist doch mal was Schönes. Sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Ach, der will aber kein. Okay. Ja, das war die Stelle. Hat man ewig gebraucht, bis man die alle hatte. Das ist doch mal so nervig. Ach, und man kann sogar hier umkramen. Sehr schön. Das ist immer mein Ziel. Bin wieder da. Willkommen zurück, Heidi. Schön, dass du da bist. War das Einkaufen erfolgreich? Wo gibt's denn jetzt hier? Hier war, ist doch bestimmt auch irgendwas aufgeploppt, oder? Ich würde langsam mal gern schwimmen können, aber... Ich glaube, das kann ich mir noch für eine Weile abschminken. Yay, ein blaues Glücksfragment. Von denen haben wir ja auch nicht schon 10.000. Sehr schön. Hip,
brauchen immer wieder blauen Plakatmantel. Badada ohne sie können wir nämlich nicht vereinen. Fragmenter! Nein! Ach, der Tipp. Du hast dein Schild verloren, Arthur. So, meine lieben Tomaten, ich gehe jetzt eine Runde Fahrrad fahren. Erstmal weg vom PC. Bewegungsdrang kickt rein. Bis später oder so. Bye, bye an alle. Tschüssi, schönen Tag dir noch. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Fahrradfahren. Ach, das war das hier. Ja, stimmt. Den kann ich ja jetzt schon kombinieren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe was für meine Schwester zum Geburtstag gekauft. Ah, sehr schön. Bewegungsdrang. Manchmal wünschte ich, hätte sowas. Wäre sicher gesund. Ich habe manchmal Bewegungsdrang. Aber ich habe nicht so sehr Bewegungsdrang wie Drang zum Rausgehen. Aber so wie immer. Heute früh war das Wetter mega Bombe. Saugeiler, sonniger Himmel. Und jetzt gar nichts mehr. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Jetzt haben wir zwei. Ah, ich gebe euch mal einen Tipp. Wir brauchen noch mehr. Wir werden nicht nur bei den zwei hier bleiben. Ich weiß gar nicht mehr, was man in der Höhle kriegt. Ich glaube an Klaas. Ich verabschiede mich. Bis dann, Känguru. Vielen Dank, dass du Kentuguru. Sorry, ich habe Känguru gesagt. Weiß nicht mehr. Ich nenne es einfach mal Ken. Vielen Dank für dein. Dass du überhaupt dabei warst. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Hat mich sehr gefreut, dich zu sehen. Dich zu lesen. Und einen wunderschönen Tag dir noch. Notiz von Haga. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Aha. Das klingt irgendwie ein bisschen perverser, als es, glaube ich, sein sollte. Ach, und uns bringt das noch gar nichts, weil wir noch nicht schieben können als kleiner Mensch. Wir haben nicht ein ganz spezielles Werkzeug noch nicht. Dann könnte man da machen. Jetzt kann man das noch nicht machen. Bada bada mau. Wie sie es so machen, als ob das jetzt was mega besonderes. Ach, wobei. Nee, ich kann ja nicht schwimmen, deswegen komme ich hier auch noch nicht vorbei. Okay, es hat mir noch nichts gebracht. Noch nichts. So, jetzt sich nochmal zurückgebuddelt, Leute. Das war nichts. Das war absolut gar nichts. Meine schade. Das war jetzt nicht wirklich was. Es tut mir jetzt leid, dass wir das dann überhaupt gemacht haben. Oh nein, das hier war die. Das war die Hexe. Oh nein. Dann war das unten doch irgendwas, Skycrack. Dann habe ich mich da vertan. Ich habe gedacht, die Hexe hätte kein besonderes Haus gehabt. Aber anscheinend schon. Nein, du hattest recht und ich hatte Unrecht. Und ich muss überall immer... Ah. Ich kann natürlich auch mal fliegen und so. Aber... Nee, fliegen ist für Anfänger. Fliegen ist für Anfänger. Wir machen das oldschool. Laufen einfach die ganzen Wege. Unnötigerweise nochmal, weil... ich nichts checke. Im Moment klappt es auch besser mit dem Wechsel von den Waffen und so. Vorher hatte ich da sehr lange für gebraucht. Oder war ich hier schon drin? Ach nee, ich glaube, hier war ich schon. Ah, die kann mich trotzdem mal heilen. Nein, lieben, hallöchen, Mephistopheles. Schön, dass du vorbei warst. Wie geht's dir? Was wollt ihr überhaupt gleich, wenn wir um 17 Uhr Community machen? Was wollt ihr überhaupt machen? Wollt ihr Squibble spielen? Wollt ihr Gartic spielen? Wollt ihr Murmeln spielen? Murmeln ist rein theoretisch auch ein bisschen Community, aber nicht so crazy. Monster Prom müsste ich noch ein bisschen was für installieren und einrichten, damit das klappt. Das kann man rein theoretisch aber auch spielen. Besser als die Woche. Okay, das klingt ganz okay, würde ich sagen. Das geht ja noch ganz viel besser. Mögest du... Nee, bei der war ich schon. Bei der war ich schon, oh nein. Dann bin ich da jetzt unnötig hingelaufen. Tut mir leid, Leute. Manchmal, aber nur manchmal, da macht die Tomate ein bisschen unnötig gesagt. Huhu, du verrückter Chaot! Uiuiuiui. Du verrückter Chaot, ey. Das passt aber auch schon so ein bisschen zum Skycrack, muss ich sagen. Das passt schon ein bisschen zu ihm. Jetzt kommen wir hier ja einfach rein. Bau, babadadau, babababab. Einfach durchs Wohnzimmer. Warum auch nicht? Wohnzimmer sind cool. Immer die mit ihren doofen Fragmenten. Heute, Mephistopheles, heute ist so ein bisschen ein... Ach nee, das ist doch unnötig. Das ist wieder so ein Vieh, oder?
Och Mann, jetzt geh mir doch einfach nur auf den Keks-Dinger. Ich will die gar nicht, ich hab schon so viele Münzen. Rubinos. Rubinos, 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 ich brauch nicht mehr wirklich welche. Rubinos, Rubinos, Rubinos. Hallo 10! Okay, ich mach Hallo 10. So, Leute. Meine rostigen Muskeln, die haben ein bisschen Geräusche gemacht. Natürlich wäre es perfekt, wenn ich jetzt auch 25 Minuten ohne Futter aushalten würde. Wobei, dann würde ich euch ins Ohr schmatzen. Vielleicht machen wir... Ich muss jetzt... Oh ja! Wir haben jetzt eine große Geldbörse. Das mit den Knien durchstrecken kann Tomato immer noch nicht. Nee, das geht nicht. Das tut dann aua. Das geht wirklich nicht mehr. Ich kann ja auch nicht alles können. Was wäre denn, wenn ich alles könnte? Dann wäre ich komisch. Ich kann nicht immer alles können. Versteht das doch, meine lieben Leute. Amit. Hallo. Wow, ein rotes Glücksfragment. Das ist. Oh, lass mich in Ruhe. Drecksack. Yay, und ein Herzteil. Ich habe nur einen Herzcontainer. Oder nee, ich habe nur einen, glaube ich, gehabt. Ich kann nicht so gut Hallo 10 machen. Tut mir leid, Leute. Ich, wenn es nicht das ist, was ihr sehen wollt, zu mir, tut mir sehr leid. Aber ich kann nichts dran ändern. Die Kühe sind auf jeden Fall zumindest mal friedlich, ne? Gehen mir zwar auf den Sack, wenn sie mir im Weg rumstehen, aber sie sind friedlich. Und friedliche Kühe sind doch auch schon mal was Schönes. Ich glaube, nur ich, so komme ich hier an die Kuh dran und kann dann mit der hier Fragments austauschen. Aha. Fragmente für einen Move, probieren wir es aus. Ach Mann, ich habe das so wieder. Mädchen schauen und nehmen bei Pokémon Go vom Hand. Was, hast du schon was Geiles gefangen? Bist du am Walken gerade? Draußen? Ist bei euch schönes Wetter? Weil bei mir ist gar kein schönes Wetter. Ich wundere mich immer, wenn ihr mir sagt, so, ich bin unterwegs und... Bei mir war jetzt schon, glaube ich, eine Woche kein schönes Wetter mehr und soll jetzt auch nochmal Gewitter geben. Also im Moment ist das Wetter bei mir echt kiaki. Kiaki. Nicht geil. Ach, da kommen wir hoch. Aha. Aha. Hier sind wir also richtig. Aber wir müssen jetzt erstmal hier in das Haus und dem was geben. Ich hab doch Futter. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Kann ich nichts damit? Aha. Leere Flasche. Yay. Also bei mir ist es schön. Mädchen, ich gehe gleich einheben. Machst du Krafttraining dann? Nee, bin zu Hause, zwar schönes Wetter. Ja, hab 5 Shinies von Floyd gefangen. Warum 5 Shinies? Das ist ja mal mega crazy. Fragmente für einen Wuff. Ja, kann ich die ganze... Ich brauche unbedingt grüne Fragmente. Das geht mir auf den Keks. Du gehst einen trinken. Ah! Dann wünsche ich dir viel Spaß, Darkrai. Lass es dir gut gehen. Du hast ja jetzt auch deine Abschlussprüfung gemacht. Da kann man es schon mal... Ich hab gedacht, stimmen. Aber wenigstens ist es bei dir schön, Sarah. Ist doch auch schon mal was. Bist du eine Fee? Tinge hat mir Fragmente gegeben. Du willst Fragmente vereinen, sagt er. Wie sieht's aus? Sollen wir Fragmente vereinen? Wenn ihr alle nur grüne Fragmente habt, dann nein. Dann verzichte ich darauf, Fragmente mit euch zu vereinen. Trink einen mit. Ich und Sport, naja. Ich bin aber auch nicht so, ich bin auch nicht so sportlich. Muss man nicht unbedingt sein. Es ist halt von Vorteil, weil man dann gesünder lebt ab und so. Aber da ist eine Flonk Community Day. Lol. Floink ist total das gruselige Pokémon. Stimmt ihr mir dazu oder? Das ist doch das, was immer springt und die Kugel auf dem Kopf hat. Und wenn es nicht mehr springt, dann hört sein Herz auf zu schlagen. Ich finde, das ist mir ein bisschen zu düster. Ja, morgen soll es regnen. Ja, und gewittern. Die ganze Zeit. Jetzt gehen wir. Okay. Och,
nicht die richtigen Fragmente. Das, ach, das ist Boink. Das ist Floink dann nochmal für eins. Ist das das mit diesen, Ohren? Das ist so ein bisschen wie so ein... Nein! Ich wollte das nicht tun. Ich will dich unbedingt. Nein! Lass es jetzt. Der Starter. Ist das einer von den neuen? Ist das dieser Hase? Ich habe die neuen nicht gespielt. Deswegen weiß ich das nicht. Deswegen weiß ich das nicht. Feuer fünfte Generation. Ich stehe gerade zu sehr auf dem Dings. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe gerade sehr, sehr auf dem Schlauch. Fünfte Gen war doch rot, gelb, gold. Es kam noch Gold nochmal. Waren dann schon direkt Diamant? Ach, schwarz und weiß. Ah, nee. Schwarz und weiß habe ich gar nicht gespielt. Schwarz und weiß. Doch, ich habe schwarz und weiß ein bisschen gespielt. Ich weiß jetzt auch, welches Pokémon du meinst. Aber schwarz und weiß war nicht so mein absolutes Lieblings-Pokémon. Hab da also jetzt nicht so viel Gedankenenergie reingesteckt. Leider. Und Leute, ich darf nicht mehr so viel labern. Ich muss jetzt... Ich sollte jetzt aufhören, um eine kurze Pause zu machen. Was mit ihm? Du hast jetzt Felsen für mich beiseite geschoben. Endlich kann ich wieder nach draußen. Du hast so viele Fragmente da. Warum tauschst du mit mir kein anderes?